Guten Morgen. Wir sind wieder im Winter Wonderland mittlerweile. Ja, hat sich der Schneedecke gebildet, bleibt auch. Wir haben heute Nacht minus 6 Grad gehabt und es ist einfach richtig kalt. Mein kleiner Schwenk. Das ist schon echt sportlich derzeit. Ist nicht die Herausforderung, die ich ja eigentlich gesucht habe, dass ich sozusagen Kälte trotzen möchte. Aber naja, ist halt eine Herausforderung, die man annimmt. Problematik ist natürlich die, also die Schlafsäcke sind halt ausgelegt bis minus 11 Grad. Also es ist schon die Extremtemperatur bei minus 11 Grad und danach ist halt tot. Und wir sind jetzt bei minus 6 Grad, das heißt, wir haben noch 5 Grad zur Verfügung. Naja, ich meine, ich habe meinen Frieden mit dem Tod gemacht und wenn er denn kommt, dann kommt er eben. Aber ja, ich glaube auch, kann mir nicht vorstellen, ich fühle mich nicht nahe dem Tod. Es ist zwar wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Meine Füße sind eigentlich jetzt dauerfeucht und kalt, aber glücklicherweise ein bisschen Schluckbeschwerden, ein bisschen Schnupfen, was halt normal ist jetzt, wenn man von der Kälte quasi eingeholt wird und wirklich eigentlich nur mit Sommer-Equipment unterwegs ist. Aber es geht eigentlich noch ganz gut. Die Chiara, die kämpft echt und die ist wirklich, also fetten Respekt. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ist es so, dass sie sagt, so, oh, heute gehen wir. Und wir sind ja zusammen hier und ich habe auch gesagt, ja, dann lass uns mal noch 2-3 Stunden warten und wenn du dann gehen willst, dann gehen wir dann halt eben. Und dann kommt halt eben genau das wieder zum Tragen, was halt hier so wunderbar ist. Die Gemeinschaft, die Natur, das Leben in Natur und Gemeinschaft, so, und das holt dann auch Chiara wieder ein und dann wird es auch meist ein bisschen wärmer dann, so gegen 10, 11 und ja, und dann sind wir halt dann noch ein Tag geblieben. Jetzt wird es echt langsam eng und also wenn die Temperatur weiter absinkt, müssen wir einfach gehen aus gesundheitlichen Gründen, das macht keinen Sinn und man friert halt auch wirklich in der Nacht und wie gesagt, diese Nacht ist auch die erste Nacht, wo meine Füße nicht getrocknet haben, sondern wo ich halt früh aufgewacht bin und die Zehen taub sind, weil halt das Eis drum sich nicht löst mehr, sondern weil halt, ja, ich wollte Eisfüße. Und jetzt durchs Laufen geht es ein bisschen weg und ist ganz gut. Ja, eine Sache, die ich heute mit euch besprechen möchte, mal allgemein gesehen, ist halt Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz bedeutet, dass es halt, es gibt die Intelligenz des Einzelnen, des Menschen zum Beispiel. Und es gibt auch bei Tieren oft, die in Schwärmen unterwegs sind, die haben so eine Schwarmintelligenz entwickelt. Das heißt, wenn ihr bei Fischen oder bei Vögeln das manchmal seht, wie die ganz komische Bewegungen machen oder wie die beim Schutz vor Fraßfeinden sich in ganz bestimmten Formationen bewegen, das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist halt die Frage, wie entsteht sowas? Und diese Schwarmintelligenz ist noch nicht komplett erforscht. Und wir sind das höchstentwickelte Lebewesen. Und Höchstentwicklung bedeutet ja auch immer, es assoziiert mit die höchstentwickelte Intelligenz. Ja, dann rechnet man 1 und 1 zusammen, dass wenn es bei solch niedrigeren, niedrig entwickelten Lebewesen Schwarmintelligenz gibt, dann gibt es das natürlich auch bei uns Menschen. Und diese Schwarmintelligenz läuft aber nicht über das Denken. Die Fische denken nicht und die Vögel denken nicht, sondern sie handeln intuitiv. Das heißt, auch bei Menschen kommt diese Schwarmintelligenz nur zum Tragen, wenn man intuitiv handelt. Das heißt, ohne den Denker zu platzieren in den Entscheidungen. Und genau das passiert hier auch. Du handelst einfach. Du handelst einfach. Du spürst das. Du siehst was, du machst was. Du denkst nicht drüber nach, ob du den Müll jetzt aufheben sollst. Oder ob du jetzt in der Küche helfen sollst, wenn du siehst, dass da jemand fehlt. Oder ob, wenn du siehst, dass das Shitpit zu ist, dass du halt Help durch das Shitpit brüllst und dass da halt wieder gegraben wird. Gut, das ist jetzt natürlich auch ein Problem. Der Boden gefriert jetzt. Mal sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, das ist Schwarmintelligenz. Ne? Du machst einfach. Und wenn du in einem Schwarm unterwegs bist, und das ist ja wie so ein Schwarm, dann werden die notwendigen Aktionen auch einfach getätigt. Da wird nicht drüber nachgedacht oder diskutiert oder debattiert. Ne? Da wird einfach gehandelt. Schwarmintelligenz.
Jeder weiß, was zu tun ist, ohne darüber zu denken. Und das ist eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Ich bin gespannt, ob ihr da schon mal drüber gelesen habt oder euch da das mal beobachtet habt. Denn es gibt auch im Stadtverkehr, in der städtischen, in der urbanen Entwicklung, in der urbanen Atmosphäre, also in den Städten und so weiter, da, wenn man Menschenströme beobachtet, wenn einer vorgeht, da gehen viele andere nach. Oder wenn irgendwas passiert, da denken die Leute auch nicht nach, wenn sie so im Automatenmodus sind, wenn sie so langlaufen. Das ist ganz häufig, diese Schwarmintelligenz zu beobachten. Ja? Da gibt es auch gerade, und deswegen hatte ich urbane Entwicklung gesagt, in der Städteplanung, gerade was die Breite von Straßen, von Zugängen und so weiter, da, was das angeht, da gibt es da auch Punkte, wo das beachtet wird und wo darüber auch, wo Hausarbeiten und so weiter geschrieben werden. Ich hatte mir einen erst vor kurzem in der Hand von einer Freundin, die gerade was Städteentwicklung angeht und sowas, das studiert. Oh, ist ganz schön windig, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Entsprechend, das ist wirklich ein interessantes Thema und hier ist es echt wirklich gut zu beobachten, dass man nicht denkt und dass man im Schwarm agiert. Und ich glaube, das ist näher an der Natur. Ich glaube, das ist das, wie es sein soll. Denken fühlt sich seit Jahren, eigentlich ja, so Jahr für Jahr, ich schicke es mal in die Hand, weil es eingefroren ist. ich habe immer noch keine Handschuhe, ich kann nichts machen. Seit Jahren merke ich, dass der Denker in mir oder das Denken, dass es immer mehr an Bedeutung verliert. Denn immer wenn ich denke, kommen Probleme. Wenn ich nicht denke, habe ich keine Probleme. Zum Beispiel beim Leid. Wenn ich leide, fange an darüber nachzudenken, dann habe ich Probleme. Wenn ich aber leide und fange darüber nachzudenken, sondern leide, dann leide ich eben. Dann mache ich mir keine Gedanken über das Leid. Das klingt für euch vielleicht so ein bisschen aber überlegt euch das mal, das denkt ihr ja dann. Aber trotzdem, versucht es euch nachzuvollziehen, genau. Überlegt nicht, sondern versucht es nachzuvollziehen. Wenn du in der Phase des Leides bist, wenn du frierst, dann frierst du einfach. Aber da geht die Welt nicht unter, da hast du keine Probleme, du frierst einfach. Wenn du darüber nachdenkst, ich friere, ich könnte sterben, und da wäre das Problem. Und genau dasselbe ist beim Sterben auch. Wenn du beim Sterben überlegst, ich sterbe. Oh, scheiße. Da hast du ein Problem. Wenn du einfach stirbst, hast du kein Problem. Das ist ja genau das. Wenn die Leute friedlich einschlafen, nachts, so, wenn altersgerechten Tod, wer das Glück dann hat, dann hat er kein Problem. Das wünscht sich doch jeder. Da hat er keine Angst vorm Sterben. Nur wenn man darüber nachdenkt, oh, dann bin ich nicht mehr da. Boah, was passiert denn da mit meinem Besitz? Ne? Aber an sich, der Tod ist kein Problem. Also ich habe noch keinen Toten gehört, der sich beschwert hat darüber, dass er tot ist. Ne? Das ist halt so. Schwarmintelligenz, echt sehr gut hier zu beobachten und sehr gut nachts empfinden und dass sich das richtig anfühlt. Ich habe einen ganz vielen Punkt, ich habe das im gestrigen Video schon gesagt, das Gefühl, dass wir uns hier so ein bisschen auch in der Zukunft bewegen. Was die geistige Evolution angeht. Ansonsten hier abends, hier wird abends dann stundenlang ums Feuer gesungen. Es ist einfach genial, einfach genial. Da lässt jeder fließen und da wird einfach gesungen. Spontan werden Texte umgemodelt auf diese aktuelle Situation und improvisiert und dann aus irgendwas Instrumente gemacht, was niemals die Vorstellung von sich gehabt hat, ein Instrument sein zu können. Es ist echt unfassbar, wie hier einfach gelebt wird. Wie hier einfach gelebt wird. Die Betonung liegt nicht auf einfach, sondern auf gelebt wird. Obwohl es einfach ist, aber du spürst hier das Leben durch und durch bei den Menschen. Du schaust in die Augen der Menschen. Die Menschen strahlen dich an. Egal, ob sie frieren, ob sie leiden. Sie strahlen dich an. Ja? Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich geil. Ich bin mir sicher, wenn ich auch nur eine Viertelstunde zu Hause jetzt hier bei der Kälte draußen wäre mit dem Equipment. Also ich kann euch mal zeigen, was ich anhabe. Also das ist jetzt mein, ich bin fully equipped sozusagen. Ich habe hier so eine dünne, das war so ein Inlay von so einer dicken Mammutjacke. Die dicke Mammutjacke hat leider das Zeitliche gesegnet. Also eine ganz dünne Sache. Und dann habe ich noch
zwei Tunikas, also eins ist ein Pullover, das ist eine Tunika, die beiden, also Tunika, dann ein Pullover und Funktionsunterwäsche und das Ding drüber. So, das ist alle Kleidung, die ich mit habe. Und das drüber, wunderbar. Aber ich bin mir sicher, zu Hause, gerade wenn ich hier die Finger, das ist eiskalt. Oder die Schuhe, das ist das größte Problem jetzt bei mir. Dass halt die Schuhe total feucht sind. Bei minus 6 Grad ist halt echt ätzend. Weil es halt echt dauerkalt ist. Da zu Hause Viertelstunde gehe ich rein, sage Quatsch, Käse. Hier laufe ich den ganzen Tag damit rum. Ne? Hier tue ich arbeiten damit. Das ist halt, du denkst darüber nicht nach. Es ist... Es ist einfach nur geil. Schade, dass man ja das Glück nicht irgendwie absaven kann, in die Datei euch schicken kann und dass ihr euch das mal auf euer Gehirn ladet, dass hier ausgeschüttet wird. Mit einfachsten Dingen. Wir haben ja nicht irgendwas platziert oder für Geld gekauft, wo wir uns erfreuen und wo wir uns sagen, ich habe das Tollste oder sowas. Nichts, gar nichts. Ne? Das ist alles selbst erstellt hier. Das komplette Lager ist selbst erstellt in der Natur. Die Küche, das ist halt alles Baumstämme und da ist so ein Tarp drüber gelegt. Ne? Und das Welcome Center genauso. Ne? Shitbit, das ist einfach Graben. Ist nichts. Wir haben nichts. Trotzdem sind wir glücklich. Genau wie die Tiere. Die sind auch nicht unglücklich. Ne? Weil sie kennen. Auto haben, weil sie keine Anerkennung haben in ihrem Kreis, ne? Weil sie irgendwelchen Idealen hinterher, gesellschaftlichen Strukturen, die sie beachten müssen, ne? Menschen, die sagen, hey, das ist scheiße, das ist richtig, das alles in der Müll. Du überlebst einfach, du überlebst, du isst, du trinkst, du, wenn es die Möglichkeit gibt, du kackst, ne? Und das war's. Das war's. Und ist gut. Das ist gut. Und das Rainbow hier, es hat sich einfach voll gelohnt. Es ist einfach, ja, total. Na, hat meine Erwartungen noch ein bisschen übertroffen. Und von daher kann ich nur sagen, ich. Ist einfach schön. Ist einfach wunderschön. Es sind natürlich auch viele gegangen, muss man dazu sagen. Wir passen jetzt alle in ein Zelt. 10, 15 Leute. Oh, jetzt wird es richtig windig. Boah, meine Hand ist auch eingefroren wieder. Ja. Und ja, halt ein bisschen so. Vielleicht schauen wir, dass man mich verstanden hat die ganze Zeit. Ja, wir passen jetzt noch ein Zelt. Wir sind 10, 15 Mann oder so, keine Ahnung. Von ursprünglich mal 100. Wir sind gestern 4 neue angekommen. Sehr geil bei dem Wetter. Ja, und die sind reingekommen und die kamen dann an wie so ein Schneemann rein und alle haben natürlich gelacht. Ja, genau. Oh, mal sehen. Ich denke, wahrscheinlich morgen dann wird sich das wahrscheinlich auch bei vielen dann auflösen. Und vielleicht werden wir auch morgen gehen. Mal sehen. Ist dann der 5. Tag. Wir wollten ja eigentlich 7 Tage bleiben, aber wahrscheinlich gar nicht. Ja. Gar nicht. Zum einen notwendig für das, was ich erfahren wollte, weil das, was ich erfahren habe, das habe ich erfahren. Und bei Chiara muss man aufpassen, bei Menschen, die auch das vielleicht Schwarmintelligenz oder gruppendynamisches Verhalten, in dem Falle vielleicht eher, dass die Menschen dann vielleicht nicht so auf ihre eigene Gesundheit hören und ja, und vielleicht dann nur da bleiben, weil andere das möchte oder sowas. Und ja, zumal ich selber ja auch merke, dass ich gesundheitlich immer wieder wechselt. So langsam muss ich das Video zu Ende machen, weil ich habe keine Hand mehr, die ein Handy halten kann. Ich fühle, es ist dann auch wahrscheinlich dann vielleicht morgen, übermorgen, vielleicht wird es auch die Woche voll, aber wie gesagt, ich habe zwar vorher gesagt eine Woche, aber das war ja eher gedacht bei Sonnenschein oder zumindest normalen Wetter. Ja, dass ich dann einfach sage, komm, lass uns fahren und gut ist. Ja. Mal sehen, weiß ich nicht. Werdet ihr morgen erfahren, denn ja, das soll es heute gewesen sein. Oh, ich sehe gerade hinter mir, boah, sieht das geil aus. Ah, guck mal hier hinten. Dieses, ich weiß nicht, was für eine Farbe ist, aber sieht irgendwie schön aus. Ja, also, alles Liebe aus dem Winter Wonderland in eure warmen Stuben. Ja, draußen in der Natur ist es geil, aber ich denke, ein Großteil ist dazu, dass du halt in Gemeinschaft lebst. Alleine, so als Einsiedler, kann sicherlich auch schön sein, aber die Gemeinschaft macht es einfach und diese Erkenntnis und diese Erfahrung, die du dadurch sammelst. Und ja,
kann nur jedem empfehlen, auch mal an seinem Rainbow teilzunehmen. Und wenn, ich stell mir vor, das Wetter jetzt noch besser werden. Das ist ja Orgasmus pur. Gut, mit diesen Worten tue ich mich verabschieden und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen, euer Christian. Tschüssi.